Bazaar. Dafür, dass ich ein Steinmetz bin und Bergbearbeiter, bin ich erstaunlich viel oberirdisch unterwegs. Wo ist eigentlich Code Blue gerade? Lene, jetzt weißt du das? Ich glaube, der ist bei Con und Urbos. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war zumindest das Letzte, wo ich ihn gesehen habe. Okay, weil ich habe ihn mal vorhin vorbeilaufen sehen und dann war er wieder weg. Ja, ich glaube, der ist irgendwo unterwegs. Ja, er hat bestimmt Termine. Definitiv, ja. Als weltbekannter, bester Zimmermann auf der gesamten, also wirklich weltbester Zimmermann, ähnlich wie Lenitz der weltbeste Koch ist, ja, man muss das schon sagen, da ist man busy unterwegs. Ne? So. Ist voll, oder was? Nee. Ich baue weitere Rampen auf, aber es aber will gerade nicht. Was entsteht hier denn, Herr Zwerg? Hallo, Koblu! Ich brauche gerade Platz. Ich brauche gerade mal Platz. Man kennt es. Und? Wir haben uns gefragt, wo du abgeblieben bist. Ja. Ja, ich war gerade noch ein bisschen bei den anderen, ein bisschen am Quatschen. Ach, schön. Die freuen sich auch immer, wenn ein Koblu bei ihnen ist. Die sind dann sehr, sehr hinterher und freuen sich dann. Mhm. Die haben noch mal Von Mondheim haben wir mal wieder so einen Mammutbaum gestellt bekommen. Oh, schön. Für leckere Karren. Mhm. Die habe ich denen verkauft. Schön. Und danach kam Con und Urbautz kamen an und wollten noch eine komplette Schreinerausrüstung. Ja, geil. Die ich jetzt natürlich dann auch direkt nochmal in die Wege leiten durfte. Mhm. Ja, aber ist doch mittlerweile jetzt relativ viel jetzt, ne, an Aufträgen, was du jetzt kriegst aktuell, kann das sein? Das funktioniert ganz gut. Also ich bin jetzt da auch schon bei Level 5 im Schreinerei. Mhm. Und mit Level 5 gibt es, da wird sich der Pazzi drüber freuen. Ja. So Kühlschränke. Ach. Also wenn du beispielsweise Kartoffeln kühlen möchtest. Beispielsweise Kartoffeln, ja. Tatsächlich. Schön. Koblu, du hast doch, warte mal kurz, du hast doch den Engineering Skill auf 1, ne? Ja. Ich nehme mal in die Kiste, wo du gerade reinschaust, lege ich mal mein Straßenbauwerkzeug. Das ist nämlich kaputt. Und ich krieg's einfach nicht mehr ganz. Weil ich kenne das nicht. Ich kann alles, was damit zusammenhängt, kann ich nicht benutzen. Ich kann's einfach nicht bedienen. Das wird wahrscheinlich ganz normal in der Werkzeugbank hier repariert. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja. Tool. Du kannst es auch einfach rein drinnen liegen lassen, wenn du magst. Vielleicht kann ich es dann auch da rausnehmen. Ja, genau. Hast du keine Schweine oder was? Cold Blue, du schuldest uns noch einen Stuhl. Wer hat das denn gerade gesagt? Max. Also, das würde ich jetzt erstmal bezweifeln erstmal. Hat der noch jemand einen Stuhl schulde? Alle gerade ganz intensiv auf das Straßenwerkzeug geguckt, ja. Kommt Max einfach ums Eck und sagt, ey, du schuldest uns noch einen Stuhl. Wir haben keinen Stein mehr, kann das sein? Doch, das ist wahnsinnig viel Stein noch da, aber ich vermute im falschen Lager. Oh nee, warte mal, es ist tatsächlich kein Stein mehr da. Ich brauche schon einen normalen Stein. Warte. Zum Glück ist das alles gar kein Problem, weil wir unsere Privatmine hier noch gar nicht angefangen haben. Koblu, magst du mit mir mal wieder Stein holen? Vier Stück reichen. Ja, ich mache hier gleich eine Reihe. Na, jetzt durfte ich es reparieren. So, das Werkzeug ist repariert. Ja, ich sehe schon. Meine Aufträge waren vielleicht ein bisschen arg wild, was ich jetzt in Auftrag gegeben hatte. Den echt noch einen Stuhl. Stimmt, ich schulde dir noch einen Stuhl. Ich hab absolut recht. Huch. Den habe ich ja wirklich noch einen Stuhl geschuldet. Oh Mann, wo sind die denn jetzt? Ich sag ja, wir müssen wirklich jedes Lagerinventar muss getrennt werden, weil ansonsten du blickst nicht mehr durch. Wir haben so viel Zeug gerade und keiner weiß, wo es ist. Das kriege ich noch hin. Also das funktioniert wohl. Danke. Warte. Bitte.
Das Problem ist nur gewesen, dass ich vergessen habe, dass die neben zwei Holzkarren auch einen Stuhl von mir kriegen sollten. Als kleinen Obolus, dass die so viel bei uns kaufen. Ja, das Beste halt, ne? Nur das Beste. Nur das Beste. Sag mal, baue ich eigentlich noch Rampen? Ja, ne? Bird Rams. Ich. Ich glaube. Es fehlt hier aber noch ein Meer. Da. Gut, das müssen wir. Ist natürlich klar, wenn das durch die 1000 Inventare, die wir jetzt mittlerweile hier haben, die ganze Erde, die auch noch aufkommt, die muss erstmal. Wir müssen auch schauen, dass die Workbenches dann immer an die Inventare auch freigegeben werden. Dass dann die oder die Jobs dann weiterlaufen. Weil gerade war es nämlich eben nicht so. Oh, guck mal! Mein Steinmetzhandwerk mittlerweile auf Level 4. Jetzt muss ich mal gucken. Wie ist denn das so? Oh, es ist nur noch. Struppi ist nur noch vor mir. Ansonsten bin ich beste Bergbauman der Welt, oder was? Okay. Verrückt. Eine verrückte Welt. Ey, Condor finde ich auch. Bin ich mal gespannt, Con. Also da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie euer Condor aussieht. Ja, stimmt. Hat er erwähnt, dass das gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Ich habe mal vorbeizuschauen, weil das so toll aussehen würde. Ich möchte mal ganz gerne tatsächlich mal reinschauen, weil sah auf der Karte jetzt schon sehr, sehr speziell aus. Ich fand auch bei den in Königsthal hinten, die hatten auch so ein relativ großes Bauprojekt, zumindest optisch gesehen. Das fand ich auch sehr spannend. Wollte ich auch mal vorbeischauen in einem der nächsten Tage. Aber Con ist jetzt halt gerade mal ein bisschen näher dran. Mal gucken. Es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken hier. Und ich würde es auch nicht anders wollen, ehrlicherweise. Das macht ja das Spiel dann nochmal ein bisschen spicier, weißt du? Guckst ja, so bin schon wieder voll, ey. Ja, so, hier ab dafür. Zack, alles weg. Sag mal. Schön hier mitnehmen, das Zeug. Kein Problem für uns. Damit auch unsere Bauaufträge alle weiterlaufen, weil wir produzieren ja auch Stein in rauen Mengen für die Bauaufträge. Das ist gut, dass wir so viel davon haben. Das ist wirklich gut. Ja, aber es wird Zeit, dass wir das Steinmetzgesting ein bisschen erhöhen, also kapazitätsmäßig ein bisschen erhöhen. Mhm. Weil es dauert alles unfassbar lange. Du hast schon ein Modul immerhin da drin. Da ist schon ein Modul drin? Oh ja. Naja, grundlegendes Upgrade ist schon drin zumindest. Ach, cool. Da haben wir 5 Stück, glaube ich, bekommen. Mhm. Im Austausch für, ich weiß nicht, was wir verkauft haben. Ich glaube, das war eine Metzgerschrift, oder ich bin nicht mehr ganz sicher. That might be. Nee, nach 3 Redox kann ich auch wieder mit Sachen interagieren. Sehr schön. Ach was. Schön. Das Spiel mochte mich gerade irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Okay. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Jo. Kann ich ja vielleicht sogar mal einen Karren mit zu mir rübernehmen. Brauche ich nicht immer 10 Mal hin und her laufen. Warum geht das nicht?
Hä? Aber manchmal ist das schon ein bisschen seltsam mit dem Ziehen von Baugegenständen. Aber gut. Nee, das ist der falsche. Okay. Ich warte ja drauf, dass der Zwerg seine Mine anfängt wie die ganz großen Tageslichtminen. Nee, nee, das ist unsere große Mine, mit der wir in die Tiefe graben. Das ist hier der Eingang ins unterirdische Reich, ja. Mal gucken, wo wir da rauskommen werden. Aber das wird hier die große unterirdische Mine werden. Ja. Irgendwann müssen wir den Bereich hier auch hübscher machen, weil das schaut auch ein bisschen... Schaut nicht so gut aus, ne? Sind wir ehrlich, es schaut nicht so gut aus. Ja, Server kommt gerade mal wieder ans Limit, habe ich so den Eindruck. Naja. Habt ihr... läuft's bei euch noch? Ja. Ich glaub, nein. Also ich krieg rechts immer mal wieder die Meldung gerade. Ah, jetzt hat er mich gerade resettet quasi. Okay. Ja. Das Schöne ist, wir hatten jetzt gerade ja die die Steinschwämme, ne? Also so viel Stein, dass alles zu spät ist, ne? Mittlerweile alles weg. Alles verarbeitet oder irgendwie gerade in der Mache. Das Problem ist, du kannst halt auch nicht aufhören. Du musst weitermachen, weil sonst kannst du deine Werkzeuge nicht mehr reparieren. Schau jetzt gerade mal, ob da schon wieder ein Stückchen mehr von dem Sandsteinzeugs fertig ist. Ja, da ist noch mal ein ganzes Eck mehr dabei. Dann kann ich jetzt vielleicht noch mal oben ein bisschen weiter bauen. Ich will ja nur den Boden aus Sandstein haben, weil der Rest von dem haben wir einfach wahrscheinlich auch einfach mehr. Nee, machen wir mal andersrum. Können wir hier oben nämlich anfangen, dann schöne Bereiche zu machen. Ey, Blackwing, wunderschöne gute Nacht hier. Schlaf gut. Ach, schönes Wochenende. Schön. Wenn du jetzt hier guckst, sind wir auch mittlerweile schon relativ weit. Also ich meine, wir brauchen mit Sicherheit hier noch 5, 6, 7 Stacks, um das voll zu bekommen. Und dann geht es ja überhaupt erstmal an den Hausbau. Dann bauen wir ja überhaupt erstmal Werkstätten hier rein in verschiedenen Größen. Da werden auf diese Fläche, wo wir jetzt drauf sind, vielleicht 2 oder 3 Werkstätten draufpassen. Mehr dann auch nicht, ja. Aber vielleicht, warte mal, wenn ich den hier jetzt ganz an die Kante hier vorschiebe, habe ich dann Connection zu dem anderen Ding? Das wäre halt geil, ne? Ja, ich habe Connection, aber nicht zu allen. Oh no. Ein Meter noch? Bist du wirklich an die Kante? Nicht ganz. Vielleicht muss ich da... Warte mal, vielleicht... Vielleicht hier so ein bisschen. Das ist ein bisschen gewagt, aber okay. Naja, reicht nicht ganz aus. Aber vielleicht so rüber. Du, kannst du mir mein Lagerfeuer mal wieder freimachen? Du hast Mörtel in Auftrag gegeben, hast du nicht gesagt, wo es lagern soll.
Das kann ich nicht gewesen sein. Das Einzige, was da aus ist. Also ich gehe von aus, dass ihm nur fehlt, wo er Sinn machen soll. Und Ressourcen hätte er eigentlich. Ja. Oder du brichst es einfach ab und mach ich es neu. Das ist auch nicht so schlimm. Nee, es lag, glaube ich, daran, dass deine Kisten voll sind. Aber einfach nur Stockbälle immer rein. Also der hat jetzt keine Verbindung, wo er überhaupt hinliefern soll. Aber das liegt daran, dass ich es nicht eingestellt habe, ne? Richtig. Deswegen, wenn ich das starte, bei mir ist das immer alles eingestellt. In welche Kiste packst du das rein? In das große Stockbälle, das hier vor dem Haus steht. Da ist Mörtel schon drin sogar. Zack. Wir könnten... die Frage ist... Jetzt mal ganz grundlegend, Leute. Jetzt, ich überlege gerade was. Und zwar, es hat noch niemand Schmelzen gelernt. Also Schmelzen als Beruf existiert jetzt aktuell noch nicht, ne? Mhm. Es gibt aber auch noch die Erweiterung, dieses A Pottery Skillbook könnte ich mal bei Gelegenheit machen. Das wäre auch noch eine Idee am Forschungstisch. Was kostet denn das? Es braucht auf jeden Fall einen Haufen Forschungspapiere. Dann könnte man halt mit dem ganzen Zeugs noch mehr anfangen, ne? Zum Schmelzen jetzt? Nee, die Ziegelei quasi. Ziegelbrennen. Als Erweiterung von meinem Steinmetzberuf. Wie heißt denn das? Das Ding heißt Pottery Skillbook. Und dann brauchen wir halt nur Geologie. Oder, also wir müssten halt die fortschrittlichen geologischen Dinger machen und die einfachen. Ich weiß gar nicht, was brauchen die fortschrittlichen? Moderne? Nee, noch nicht. Wo sind die fortschrittlichen? Und für Ingenieurwesen. Ja. Fünf fortschrittliche. Dafür brauchen wir Wasserräder und einen Windmühl. Die kann ich produzieren. Okay, sehr nice. Dann würde ich das mal tatsächlich gerne angehen. Wir brauchen von den grundlegenden Dingern brauchen wir 10 Stück. Das kann ich ja schon mal reinpacken. Und von den fortschrittlichen können wir sogar jetzt noch eher machen. Brauchen wir 5 Stück, so wie ich das sehe. Ja, 5. Die können wir, wie gesagt, sofort anstarten. Nevermind. Windmühlen kann ich noch nicht machen, weil mir Fabric Tech fehlen. Haben wir einen Schneider? Hat irgendjemand auf dem Server mal über einen Schneider nachgedacht? Noch nicht, aber tatsächlich ist das eine Überlegung von mir, als nächstes dahin zu gehen. Ah, okay. Weil, ja, aus offensichtlichen Gründen, weil es halt noch keiner hat und es synergiert ganz gut mit Lenitz. Ja. Wenn der dann viel jagen geht und Moment die mal. Tiere dann als Metzger dann auseinandernimmt, entsteht natürlich auch sehr viel Stoff. Hempel, willst du Schneider machen? Ja, gut, aber Hempel ist noch kein Schneider. Ja, das ist richtig, ne? Das, noch nicht, ja. Alter, ich brauche für 10 Wasserräder, brauche ich einfach mal 1 Stunde 12 und das, obwohl ich schon ein Modul drin habe. Was? Huch, ja gut. Der ist doch noch ein bisschen beschäftigt, würde ich sagen. Uff, ey. Dann stelle ich aber vorher noch die Eisschränke her. Also Geologie-Forschungsdinger kann ich halt auch immer machen, ne? Also da kann ich jetzt auch mal gleich mal ein paar mehr in Auftrag geben, weil davon werde ich noch mehr brauchen. Wir haben schon wieder keinen Stein. Ja, Stein ist alle. Ich wollte jetzt bloß die Nacht überbrücken, indem ich hier am Forschungstisch rumgammel, ja. Ich kenne ja einen Schneider. Lucius, wer ist denn dein Schneider? wer ist denn dein Schneider, Ein tapferes Schneiderlein. Mindestens. So, warte mal, wo ist denn eigentlich der eine Karren jetzt abgeblieben? Der große mit dem hier, der hier stand. Wo ist der schon wieder hingekommen? Sein, dass ich mir den gerade geklaut hatte. Kommt aber gleich wieder. Okay.
Ich kann gerade nur nicht sprinten, weil ich hungrig bin. Das kenne ich. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich muss sagen, heute hat sich auch durchaus einiges getan, finde ich. Optisch sieht man heute extrem viel Fortschritt, ja. Wenn man bedenkt, Lenitz und ich, wie wir in Folge 8 gemeinsam hier eigentlich nur diesen Aufstieg gemacht haben und unsere Häuser. Mhm. Das war es dann auch schon fast. Ja. Sieht man jetzt natürlich, ich meine, sind wir ehrlich, zu dritt geht es einfach dreimal schneller. Ja. Und da du ja jetzt auch den Steinmetz gelevelt hast, können wir natürlich auch jetzt deutlich andere coole Sachen machen. Ja. Ja. Nee, du merkst es halt einfach. Da, vor allem, wenn du, ich sag jetzt mal, du merkst auch den Progress, den diejenigen machen, die halt zu fünft spielen. Da muss man schon sagen, also das ist natürlich, ich glaube, am Anfang kam ja die Diskussion dann auf, wo wir gesagt haben, ja, muss das denn sein, können dann die Leute hier mehr als fünf Leute in einer Gruppe haben oder nicht? Ich glaube, das war gut so, weil wenn ich mir vorstelle, da war ja am Anfang eine Achtergruppe im Gespräch, das wäre halt insane krass, ne? Also. Alter, da muss man schon sagen, das ist gut so, dass es so ist, wie es jetzt ist. Weil du hast einfach diesen unfassbaren Progress, den du machen kannst. Und, nee, ich finde das gut so. Illusius ist Schneider? Ach, krass. Illusius, wie schaut das eigentlich aus? Meinst du, wir könnten noch mal über Windmühlen reden? So. Windmühlen brauchen wir nicht zusammen, nicht komplett. Es reicht, wenn wir Stoff kriegen. Okay. Also Stoff brauchen wir nur. Der reicht uns aus. Ja, wir brauchen nur Stoff. Oh, schön. Okay. Ups, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht meine Lebensmittel da reinlegen. Das war nicht der Plan. Ich muss jetzt mal ganz kurz eine kleine Spaziergang zu Lenitz machen. Einfach nur, um rauszufinden, was da eigentlich abgeht. Was essenstechnisch eigentlich schon da ist. Ich habe da irgendwas von Wildeintopf gehört und so. Ach, schau mal, wie schön hier. Mensch. Also, pass auf. Nee, also Porridge mag ich einfach nicht. Ich bin kein Porridge-Man hier. Also, davon nehmen wir mal 10 mit. Das ist okay so. Ja? Ja, vielleicht auch 20. Die mag ich gerne. Das kann ich nicht essen. Ah, da ist der Fleischeintopf. Dann nehme ich mir jetzt nur einen mit, weil ich nicht weiß, ob ich es mag. Das ist echt blöd, ne? Frittierte Tomaten nehme ich mir auch mal eine mit. So, mal gucken. Das werden wir sehen. Wir verkaufen sicherlich gerne fertige Windmühlen, sagt Lucius gerade. Ja, naja, mal gucken, wo die Reise hinführt, ne? So, ich muss jetzt mal Stein organisieren. Oh Gott! Oh, jetzt weiß ich, was du meinst. Mhm. Im Stream hat man wahrscheinlich jetzt gerade nichts gehört. Doch, das wird man auch gehört haben. Das war sehr laut. Das war richtig laut. Ja. Bestes Büro EU West, ja. Ja. Oh. Im Stream hat man es auch gehört, sagt Felsen schon gerade, ja. Ja, das war aber auch jetzt unglücklich. Wenn ich es kommen höre, ja, dann kann ich wenigstens nochmal runterpegeln. Aber wenn es direkt neben mir angeht, habe ich halt auch keine Chance, ne? Nein, den Rettungswagen hat keiner gehört. Ich glaub's gleich, du. Ja, normalerweise, wenn ich höre, dass der kommt, pegel ich einfach den ganzen Mikrofon einfach runter, damit ihr das gar nicht mitkriegt. Normalerweise hört ihr das auch einfach nicht. Ja, das ist ja auch Absicht. Boah, Leute, ich. Puh. Aber ich habe halt keine Chance, wenn der halt direkt neben mir das Horn anmacht, ja, da ist es halt gelaufen. So.
Okay, wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken. Wir haben ja auf jeden Fall wieder einen Haufen Stein. Ach, die gute alte Mine, ey. Das Schlimme ist an der ganzen Geschichte, ich denke mir halt jedes Mal, wenn ich dann noch eine weitere Reihe mache in dieser Mine, ja, denke ich mir halt jedes Mal, yo, eine Mine, aber dann hast du ja eigentlich genug. Claudius hat auf jeden Fall nicht genug mit seinem T2-Resub im 30. Monat. Dankeschön! Gerne ein Ausrufezeichen Hype, meine Lieben! Vielen lieben Dank! Die Überleitung, ey. Huch! Ja, aber ich denke halt wirklich immer, ah, da machst du noch eine, dann reicht das schon mal wieder eine Zeit. Aber nee, wir wissen es doch alle besser, Freunde. Wir wissen es doch alle besser. Es reicht nicht. Gravel Dennis, einen wunderhübschen guten Abend. Wie heißt das Spiel? Ausrufezeichen Echo. Wo ist denn jetzt eigentlich schon wieder das Steinlager hin da? So, kann gleich weitergebaut werden. Geht auch ganz viel gerade raus. Okay, alles klar. Ich stehe hier wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Nismo fragt gerade, was geht's denn im Spiel? Also grundlegend ist es so, wir sind hier auf einer Welt gestartet. Und diese Welt ist quasi, ja, dem Untergang geweiht. Die ist eigentlich... Ja, man möchte fast sagen, dieser riesen Felsbrocken, der hier seine Bahn zieht, er in 58 Tagen, 3 Minuten und 55 Sekunden vermutlich möglicherweise planbar einschlägt, ja, der wird uns alle platt machen. Oder auch nicht, wenn wir es verhindern können. Und momentan, du siehst es, wir haben hier Holzkarren, wir arbeiten mit spitzen Werkzeugen, die allerdings nicht sonderlich modern aussehen. Also alles in allem, ja, wir schauen nicht so besonders gut aus, ne? Also, Wir könnten versuchen, mit Stöcken nach dem Asteroiden zu werfen. Es wird ihn kaum interessieren. Aber wir müssen uns halt weiter nach vorne bringen. Jeder Beruf, den wir ausüben, jedes neue Material, was wir verarbeiten, bringt uns dem Ganzen ein bisschen weiter, irgendwann vielleicht einen Laser zu bauen und diesen Asteroiden abzuschießen. Und das ist momentan eben unser Community-Projekt. Das heißt, auf dem Server, auf dem wir gerade spielen, sind noch sehr, sehr viele andere mit drauf. Und kämpfen hier auch. Gemeinsam haben wir ja auch schon Straßen gebaut zwischen den Städten. Es sind große Straßen gebaut worden und hier sind große Siedlungen hochgezogen worden. Hier hinten haben wir noch auch eine Siedlung, die auch super spannend ist. Ich bin mal ganz, ganz gespannt, was bei Illusius und so da hinten abgeht. Die haben ja wirklich nur so eine Art riesengroßes Ein-Gebäude-Haus gebaut und bauen jetzt zusammen an dem nächsten. Also die arbeiten super zusammen da hinten. Bin ich mal wahnsinnig gespannt, wie das dann im Fertigen aussieht. Hier oben haben wir dann auch noch eine kleine Siedlung, ja, mit Enzyklopädie hier oben gerade online. Da ist auch schon eine Straße gebaut worden übers Meer, die dann zu uns rüberkommt. Ja. Hier unten ist der Kontinent, ist noch halbwegs, das ist so quasi der Nordbereich von Enzyklopädie. Der Laser ist morgen fertig. Ich glaub's gleich. Ich sehe das noch nicht so. Noch nicht, ja. Aber bald. Ah, gucken. Wake up, and we're taking on another day with the ups and the downs, my